alle Leute, die das Angelcamp geguckt haben, haben das 72 Stunden geguckt. Sowas wird es in der Form nie wieder geben. Und ich glaube, das ist das, was ganz wichtig ist, dass man die Vorteile der Plattform halt eben nutzt. Es gibt wirklich sowas einfach wie eine Community. Das ist krass. Ich habe zum Beispiel eine Show gemacht, die von der Produktion her schon fast ein Fernsehlevel hatte. Von meinem allerersten Twitch-Livestream war ich mehr nervös, als ich jemals war vor einem Interview. 2020 war das Jahr der Streamingdienste. Netflix, YouTube und Co. liefen bei den meisten von uns jeden Tag. Eine Plattform, die mich dabei besonders fasziniert hat, ist Twitch. Von riesigen Streaming-Konzerten über Interviews bis zu Live-Auftritten war hier musikalisch viel los. Die Corona-Pandemie zog besonders viele RapperInnen auf die digitale Bühne. An manchen Events kam man dabei gar nicht vorbei. Aber wie kam es zu dem Deutschrap-Hype auf Twitch und was bedeutet das für die Zukunft? Du hast jetzt so ein Streaming-Setup. Bist du nicht Rapper? Einer, der das Potenzial von Twitch für Kulturschaffende früh erkannt hat, ist Azum J. Schon im letzten März ging er auf seinem Twitch-Kanal zum ersten Mal live. In stundenlangen Streams konnten ihm seine Fans dabei zusehen, wie er Beats baute und an seinen Songs arbeitete. Mittlerweile hat er sich auf der Plattform eine feste Community aufgebaut. Für ihn war der Weg auf Twitch ein logischer Schritt. Der Grund liegt natürlich auf der Hand, weil wir als Künstler irgendwie durch die fehlenden Live-Shows einfach jetzt diesen Kanal, um mit unseren Fans zu kommunizieren, irgendwie natürlich total verloren haben im Jahr 2020. Und 2021 ist ja bisher auch noch extrem, sage ich mal, tappt man da im Dunkeln, wie das weitergeht. Und für mich zum Beispiel als Künstler, der extrem live präsent ist, sehr viel live spielt, Tourneen eigentlich jedes Jahr, ist das natürlich ein unfassbar wichtiger Kanal, auch fernab einfach von dem ganzen Finanziellen, das sei erstmal dahingestellt. Aber das ist der Ort, wo mich meine Fans catchen so. Und ich bin eben nicht die Person, die andauernd Instagram-Stories macht aus dem Privatleben heraus und sagt, yo, ich mache gerade das, ich bin gerade da shoppen, ich mache gerade bla bla bla. Plus in Zeiten von Corona ist das Privatleben halt auch super einseitig dann ganz schnell. Und was willst du dann auch groß, in welchen Situationen, weißt du, ich kann natürlich jeden Tag im Studio sitzen und sagen, ich bin im Studio, aber weißt du, und dadurch, dass das weggefallen ist, habe ich mir einfach gedacht, ey, wie kann ich trotzdem mit meiner Community in Kontakt bleiben, sage ich mal. Und da ist mir halt, ist natürlich Twitch naheliegend gewesen. Wenn ich so alt bin wie du, will ich auch mal so Texte schreiben. Du Wichser, Digga! Auch die Streamerin Sophia Katz hat ihren Twitch-Kanal als Reaktion auf den Corona-Lockdown gestartet. Die Plattform war für sie aber nichts Neues. Als Redakteurin und Moderatorin bei Formaten von Rocket Beans TV und Game 2 beobachtet sie die Entwicklung von Twitch schon lange. Im Gegensatz zu vielen anderen streamt sie eher alternativen Content. Sie malt in Streams, redet mit ihren ZuschauerInnen über ihren Alltag oder nimmt sie einfach mal auf kleine Spaziergänge mit. Twitch ist ja ursprünglich eine Abkopplung von einer anderen Plattform gewesen, wenn ich mich recht erinnere, die unterschiedlichen Live-Content hatten und Twitch war so die Ausgeburt, wo gesagt wurde, okay, mit Gaming, dafür machen wir nochmal was Separates und dadurch ist quasi Twitch entstanden und dadurch war es, glaube ich, am Anfang sehr bezogen auf Gaming und es war ja auch verboten lange Zeit, andere Sachen als Gaming zu machen. Ich glaube, das wurde erst nach und nach gelockert, dass langsam dann IRL, also Real-Life-Streams, genehmigt wurden, dass Musikstreams zum Beispiel genehmigt wurden. Das kam alles erst nach und nach, genau. Und im letzten Jahr sehe ich sehr viele Sachen, die mich persönlich als so Casual-Viewer und jemand, der nicht nur Gaming-Inhalte schaut, super gefreut haben, was ich super interessant fand. Schon vor der Pandemie waren da ja riesengroße Konzerte teilweise gehostet oder gestreamt worden mit über 20.000 Zuschauern, als ich eingeschaltet habe. Es waren später bestimmt noch mal mehr, so aus dem EDM- und Techno-Bereich gerade auch sehr viel wurde da gemacht. Rap ist einfach so eine Musikrichtung, die unfassbar viel auf Unterhaltung in dem Sinne Wert legt. Ne? Du wirst jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, sehen, dass es einen großen Hype gibt für auf Twitch und YouTube und auch so diese gängigen aus Gossip-Sachen, die dann auf Instagram so geteilt werden und so. Das wirst du in der Indie-Rock-Szene jetzt nicht sehen, weißt du? So, oder in der Pop-Szene. So. Und Rap legt einfach wahnsinnig viel Wert auf Unterhaltung, aber natürlich auch auf Persönlichkeiten, Charakter. Die Leute sind sehr interessiert, wer steckt eigentlich hinter diesem Rapper? Wie ist der Typ, wenn er eben nicht gerade rappt? Die Person, die vor der Kamera sitzt, so sollte es sein, ist der Magnet, der die Leute zieht. Also es sollte eigentlich nicht so sein, dass sich irgendjemand vor ein Greenscreen setzen kann, irgendwas anmacht und dann ist egal, was der erzählt, sondern die Person muss die Leute ja fangen.
Was ja bei Knossi und Monte anscheinend auch der Fall ist, weil sonst würden die da nicht mehr Leute zugucken als anderen Leute. Cynic ist auf jeden Fall so ein Magnet. Normalerweise überzeugt er sein Publikum bei Live-Veranstaltungen, unter anderem als Battle-Rapper. Nach einem Reaction-Video über das kontroverse Finale beim Alpha Royale Battle hat er mit seinem YouTube-Kanal einen Raketenstart hingelegt. Aktuell streamt er mehrmals die Woche auf Twitch, spricht über Battle Rap und interviewt Vertreter der Szene. Auf Twitch finden sich halt die Leute zusammen, die wirklich kerninteressiert sind. Ich würde zum Beispiel sagen, eine YouTube-Community gibt es nicht, weil wirklich zu viel rumkreucht und fleucht, aber eine Twitch-Community, die gibt's. Und die ist krass, dass ich habe vorher diesen Community-Begriff immer so ein bisschen abgetan, weil mir das voll auf den Senkel geht, meine Army, meine Community. Aber man muss nach einer Zeit, jetzt nach 10 Monaten, man muss dann zugeben, es gibt wirklich sowas einfach wie eine Community. Das ist krass. Das ist ja das Besondere an Twitch, finde ich, auch die Community, die jeder sich aufbaut. Und jetzt zieht jeder auf eine gewisse Art und Weise mit, was erlaube ich ihnen zu sagen, wie erlaube ich ihnen, sich anderen gegenüber zu verhalten, welche Position beziehe ich selber als Streamerin jetzt anderen gegenüber. Und ich glaube, wenn die Leute offen und entspannt sind, dann sind auch ihre Communities offen und entspannt. Als ich eine Umfrage gemacht habe, fanden das viele meiner ZuschauerInnen sogar super toll, dass ich halt breit gefächerte Sachen mache. Und manche mögen das sogar mehr als rein Gaming, weil das halt recht gesättigt ist. Und konkret die Leute, die mir zuschauen, finden es cool, auch andere Inhalte zu sehen. Auf der anderen Seite ist es halt immer so, wenn etwas über Jahre zu einer Gewohnheit so erzogen wurde und man ursprünglich zu so einer reinen Gaming-Community von der Plattform aus so erzogen wurde und gesagt wurde, nee, wir sind Gaming und hier ist nichts anderes erlaubt, dann dauert es, glaube ich, eine bestimmte Zeit, bis das sich natürlich auch wieder ummodelt. Weswegen ich andere Formate auch sehr gerne habe, ist, dass ich da viel interaktiver sein kann. Und ich glaube, das ist das, was ganz wichtig ist, wenn man mit anderen Sachen auf Twitch jetzt geht, dass man die Vorteile der Plattform halt eben nutzt, Interaktivität nutzt, also nicht nur sprechen, aber auch die Leute vielleicht über irgendwas abstimmen lassen, was man gerade macht. Also einfach nur den Leuten so einen Grund geben, länger dran zu bleiben. Twitch lebt also besonders von einer engagierten und begeisterungsfreudigen Community. Aber wie lassen sich kreative Arbeit und Kunst mit Livestreams verbinden? Azum J schraubt in seinem Twitch-Format im Raum regelmäßig an neuen Beats oder streamt sogar ganze Sessions mit Gästen wie Calvin Cold oder Lugatti und Nine. Dann bin ich halt auf dieses Format gekommen, schickt mir jede Woche Samples und jeden Montag mache ich 3 Beats aus euren Samples. So, diese Samples wiederum haben dazu geführt, dass ich jede Woche straight safe 3 Beats gemacht habe. Weißt du, ich bin zwar Produzent, ich bin Musiker, Vollzeit so, aber ich mache ganz selten mal einfach so Beats. Ich mache meistens Beats für ein Projekt. So. Und dann hatte ich plötzlich Shitload an Beats hier liegen, die aber alle dope waren. Dann habe ich die Rappern gezeigt. So. Paar haben welche gepickt und was weiß ich, plötzlich habe ich gemerkt so, ah geil, ich habe hier einfach so einen Pool aus Beats, die Leute, die mir was schicken, kriegen dann auch noch prozentual etwas, so, weißt du, und kriegen Kohle für diese Samples und bla, weißt du, Leute, die vorher noch nie einen Cent mit Geld mit Musik verdient haben, geil, da kann ich ja irgendwie dieses ganze Twitch-Ding und so voll als Plug dafür verwenden und irgendwie, ne, sowas Eigenes aufbauen. Anders als Einzelpersonen wie Azum J oder Cynic konnten unsere Kollegen von hiphop.de schon bei ihren ersten Twitch-Anläufen auf ein großes Produktionsteam zurückgreifen und so aufwendige Ideen umsetzen. Also wir haben schon bei den ersten Sachen, wo wir mit den hiphop.de Awards auf Twitch waren, einen Unterschied gemerkt. Da haben wir im ersten Jahr den Chat offen gehabt auf YouTube Live und auf Twitch Live und haben dann so gemerkt, auf YouTube sind die Leute nur am Rumpöbeln. Und auf Twitch sind die alle voll höflich und haben irgendwann gesagt, okay, wir brauchen 5 Moderatoren für YouTube oder wir machen das da einfach aus und machen das nur noch auf Twitch. Also die Gesprächskultur ist auf jeden Fall eine andere, obwohl wir ja die gewachsene Community und Zuschauer auf YouTube haben. Ne? So, also da sind wir ja seit Jahr und Tag am Start. Deshalb war das überraschend. Da merkt man einfach, dass Plattformen unterschiedlich sind. Für mich war das halt dann auch so spannend, weil wir gleichzeitig, ich habe zum Beispiel eine Show gemacht, die schon so ein bisschen von der Produktion her schon fast Fernsehlevel hatte, ja, wo dann diverse Kameras waren und man hatte dann einen Knopf im Ohr und hatte halt dann was reingesagt gekriegt und konnte auf diversen Bildschirmen was sehen. Und ich musste dann halt eben gucken, mein gewohntes Interview und Gespräch da zu führen und gleichzeitig halt den Chat im Auge zu haben und die Nachrichten von meinem Team und haben wir eigentlich hier unser Goal für heute schon erreicht und worauf muss ich jetzt noch alles hinweisen? Also es war eine witzige Komplexität dann auch und dann macht man halt mehrere Sachen gleichzeitig. Das lag aber bei uns daran, dass wir eine Show hatten mit Interview und Gameshow und parallel will man mit Leuten interagieren. Wenn ich mich jetzt einfach von meinem Laptop setze und auf Twitch live gehe und sage, ich bin jetzt hier und ich rede jetzt mit euch, dann ist das eigentlich ja fast so ähnlich, wie wir uns jetzt hier gerade unterhalten, ne? Oder
keine Ahnung, also dann interagiert man da halt einfach mit Leuten und unterhält sich. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie auf Instagram Live vielleicht auch. Das ist dann wieder recht locker und entspannt, finde ich. Und das hat ja auch Vorteile. Beispielsweise, du hast danach keinen Post-Production-Aufwand mehr, weil das ist ja schon fertig. Du kannst das ja auch andersrum positiv sehen. Der Rapper kann sich danach auch nicht bei dir melden und sagen, hör mal, könntest du die 7 interessanten Stellen bitte wieder rausschneiden? All das, was ich da 20 Minuten lang erzählt habe, habe ich mir jetzt nochmal überlegt, möchte ich vielleicht doch nicht draußen haben. Und dann ärgerst du dich halt vielleicht, weil es dann langweilig wird, wenn das Spannende alles weg ist. Aber das gilt dann natürlich auch genauso für dich. Es ist halt ein bisschen, es ist halt unkontrollierbar, ne? Und das geht ja auch genauso für die Leute, mit denen du interagierst, wenn du Leuten die Möglichkeit gibst, dir zu schreiben und so. Da musst du das halt eben auch moderieren live und das hinkriegen. Und da kann es dir natürlich rein theoretisch auch entgleiten und irgendwie in eine andere Richtung gehen, als die du gerade haben wolltest. Von meinem allerersten Twitch-Livestream war ich mehr nervös, als ich jemals war vor einem Interview. Und zwar, weil in meinem Kopf die ganze Zeit war, okay, das ist live. Und nicht nur, das ist live, sondern wir sind auf der Mainpage und da gibt es keine Ahnung, wie viele Menschen, die einfach nachträglich diese kleinen Videos machen können, wenn du dich komisch verhältst, cringe bist und Scheiße laberst. Moderatorin Steph von 16 Bars ist neu im Streaming-Game. Für Amazon Music moderiert sie jede Woche die Show Live auf Level, einer Mischung aus Live-Performances und Interviews. Auf dem eigenen Channel von 16 Bars kombinieren sie und ihr Team aber auch Rap- und Gaming-Formate und lassen dabei einfach mal Rapper an den Controller. Es ist ja auch trotzdem auch Gaming-Bestandteil von dem, was ihr da macht. Würdest du sagen, das ist auch so ein Grund, weil es halt eine gelernte Gaming-Plattform ist, dass auch Gaming ein Teil von den Formaten sein muss, die man so auf dieser Plattform anbietet? Ich glaube, es ist kein Muss, weil sonst hätten die Möglichkeit für Just Chatting nicht. Es gibt so einen Farmers-Bauern-Twitch-Channel, wo die halt so übertrieben krass mit Drohnen halt Sachen erklären über Landwirtschaft und keine Ahnung was, wo, glaube ich, auch niemand sich beschwert, oder ein Typ, der erklärt irgendwelche Statistiken über Fußball. Also ich glaube, dann gäbe es die Option nicht. Aber wir, also als 16 Bars, haben uns auf jeden Fall gedacht, wir benutzen jetzt Twitch nicht nur in dem Kontext, weil tatsächlich viele Künstler auch gerne zocken, haben wir dann halt zusätzlich etwas, das heißt Polos Playground, wo Polo von den 65 Goons zockt halt und wir filmen ihn. Also wir machen so einen Mix aus beidem, weil wir finden, es gehört halt immer noch dazu. Gaming-Content und interaktive Formate sind also einfach erfolgreich auf Twitch und lassen sich gut mit Rap verbinden. Auch AZMJ spielt regelmäßig mit seiner Community. Vor dem Bildschirm sieht sowas natürlich einfach aus. Aber wie viel Aufwand steckt wirklich hinter diesen Formaten? Allein dieses Quiz-Format bedeutet für mich immer locker einen ganzen Arbeitstag Vorbereitung. So, mindestens. So, wenn du dann etwas mit Gästen machst, dann musst du einen Termin zusammenfinden, das koordinieren, klappt das, bla bla bla, ich bereite hier und da Beats vor dafür, bla. Da sind locker 2-3 Tage, die dafür draufgehen, wenn ich so Lugardio 9 aus Köln extra holen muss, damit die in meinen Stream vorkommen. Um auf das Finanzielle jetzt zu kommen, um eine Tour von mir aufzuwiegen, müsste ich das auf dem Level, safe, müsste ich 5 Jahre streamen oder sowas? Um das finanziell reinzuholen, wenn ich eine Tour spiele. Und da reden wir noch nicht mal von der großen Tour, da reden wir so von 8 Städte. Man braucht jemanden wie Sido, der da die Vision hat, sonst geht's sowas nicht. Wie aufwendig Twitch-Produktionen sein können, weiß in Deutschland niemand besser als Chris Guse. Wahrscheinlich kennen ihn die meisten aus den Livestreams von Zu Hause mit Sido. Er und sein Team haben letztes Jahr mit Live-Produktion von Sido, Knossi und Co. neue Maßstäbe gesetzt. Über 300.000 Leute haben gleichzeitig beim Angelcamp zugesehen. Das war ein Rekord. Wahnsinn, was das Ganze schon für Dimensionen angenommen hat. Dieses letzte Jahr war Wahnsinn für uns generell. Also wir haben alle sowas noch nie vorher irgendwie gemacht und glaube ich, es gab sowas auch so in der Art einfach noch gar nicht. Wir haben im Angelcamp erst danach, glaube ich, so richtig realisiert, was da passiert ist. Und das heißt, die ganze Produktion bei Twitch und alles, was wir da gemacht haben mit Sido, mit Knossi und so weiter, ist ein riesiges Herausfinden und Improvisieren gewesen. Also ich musste immer dann denken, es gibt so Making-ofs von Filmen aus den 70ern oder so weiter, wenn die so Apokalypse Now oder so gedreht haben. Und man merkt erst im Making-of, dass sie die ganze Zeit eigentlich selber gar nicht wussten, was die da genau machen. Und so genau ging es uns im letzten Jahr. Diese Produktionsweise ist einfach davon gekennzeichnet, dass man, glaube ich, nicht den Fehler machen darf, zu denken, man wüsste genau, was man da tut, sondern man muss das auf sich zukommen lassen und ausprobieren. Und das hat krassen Spaß gemacht. Vieles von dem, was dann da passiert, kann man vorher sich nicht überlegen. Da muss man dann vor Ort gucken und sagen, also es ist ja wirklich, was dann passiert ist, das Klassische, dass du so denkst, ich habe hier ein Kabel, das Bild muss irgendwie da rein und da läuft Knossi gerade lang und dann steckt das doch mal zusammen. Und dann fehlt der halbe Meter und denkst, fuck, ich brauche einen Adapter und so. Und so ist es. Und ja, sowas klappt auch nur, um das vielleicht noch zu sagen, wenn man die Leute dazu hat. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass es gerade große Streamer gibt,
die damit wahnsinnig viel Geld verdienen, dass sie das machen. Mhm. Hier war der Ansatz so ein bisschen ein anderer, der Aufwand war ein anderer, das ganze Volumen noch ein bisschen anders, als einfach nur eine Kamera aufzustellen und einen Rechner und eine Konsole. Butter bei die Fische, hat sich das dann wirtschaftlich finanziell gelohnt? Also ich meine, es war nicht das Ziel, glaube ich, und es ist auch nicht das Ziel von allen irgendwie jetzt, sich danach ein dickes Auto zu kaufen oder so. Trotzdem sind wir eine Firma. Also ich meine, das sind ja alles Menschen, die haben Familien und die müssen und wollen und sollen auch bezahlt werden. Das heißt also, Lohn heißt in dem Fall, dass, glaube ich, am Ende keiner Minus gemacht hat. So. Kennen diese Zahlen jetzt auch nicht alle im Detail, weil das sind ja auch verschiedene Departments. Aber für unseren Teil kann ich sagen, dass wir sehr zufrieden damit sind mit dem Gesamtding. Also und zu diesem Gesamtding, und so sehe ich das auch immer und so handhabe ich das auch immer, wir machen ja auch als Firma viele andere Sachen und nicht jede Sache ist dazu da, wie sagt man so schön, die Cashcow zu sein, sondern wenn man etwas lernt, wenn man tolle Leute kennenlernt, wenn man das Gefühl hat, das ganze Ding voranzubringen und so weiter, dann gehört es für mich genauso dazu. Und dieses Ding war so etwas, dass man sagt, alle, finanziell ist es so, da hat niemand hat Miese gemacht, alle sind, glaube ich, gut bezahlt worden, alle sind happy. Insofern ist es eine rundum gelungene Sache gewesen, wenn ich mal so aus irgendwie betriebswirtschaftlicher Sicht bewerten soll. Wir haben natürlich innerhalb unserer Firma und so weiter auch, dass wir darüber gesprochen haben, und das ist was ganz Besonderes, dass wir schon das Gefühl hatten, wir waren da jetzt mal bei einer Sache dabei, da waren wir wirklich die Ersten, die das so gemacht haben. Das ist einfach ein schönes Gefühl so. Das ist ein besonderes Gefühl, mal so zurückblicken, zu reflektieren und zu sagen, so wie das Angelcamp wird es nie wieder werden. Weder von der vom Spirit, von der Quote, die wir da hatten, da haben über 5 Millionen Leute haben das gesehen. Ich glaube, das wird es nie wieder so in der Form geben. Also in der Kombination, dass wir mit Konrad Electronics, HDMI, Kabel irgendwas in der Pampa machen und 5 Millionen Leute gucken zu. Und wir hatten, ich habe jetzt mal kurz vorher nochmal auf die Zahlen geguckt, wenn wir so drüber reden. Es ist so, dass fast alle Leute, die das Angelcamp geguckt haben, haben das 72 Stunden geguckt. Sowas wird es in der Form nie wieder geben. Es war total krass und das Gefühl hatten wir am Ende des Jahres. Aber was bedeutet das jetzt konkret für Rap auf Twitch? Ist der Höhepunkt damit schon erreicht oder übernimmt Deutschrap jetzt das Streaming-Game? Also ich glaube, dass Rap da auch weiter stattfinden wird. Ich habe das Gefühl, dass, wie gesagt, dass sich da 2020 super viel getan hat, aber ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass jetzt völlig der Korken aus der Flasche geflogen ist. Also normalerweise kann man sich da relativ darauf verlassen, dass Rap jede Plattform übernimmt, da dann am Ende am erfolgreichsten ist. Mit Gaming-Kultur hat man aber natürlich die zweite relevante, zukunftsträchtige, große kulturelle Strömung da halt eben auch schon drauf. Ne? Von daher ist da dann vielleicht der Gegner auch größer als auf anderen Plattformen. Muss man wirklich gucken, ob das am Ende so wird, dass man es komplett übernimmt oder zumindest super stark da ist oder ob andere Sachen dann doch noch mehr im Vordergrund stehen. Aber das ist halt immer so eine Sache mit Trends, ne? Man kann sie nie voraussagen. Just never fucking know. Hättest du mir vor 2 Jahren gesagt, dass ich live irgendwie über Twitch live irgendwelche Sachen moderieren werde, hätte ich gesagt, spinnst du? Aber dann hat es sich halt so ergeben und jetzt ist die einzige Möglichkeit. Ist ein weiteres Tool auf jeden Fall. Doof gesagt, die Battle Rap liegen oder die größeren Leute machen es halt nicht professionell genug, dass die irgendwann mal in der Lage sind zu sagen, wir machen einen Sub-Only-Stream, dass man halt dann den Fünfer zahlen muss, um halt im Livestream das Event zu verfolgen. Das wäre ein Ding, weil diese Events müssen ja auch irgendwie finanziert werden, da muss ja Geld bei rumkommen, sonst ist es ja ein Minusgeschäft. Nee, ich glaube, live bleibt live. Mehr als das, was wir gemacht haben, kann man nicht machen, dass die Leute halt wirklich live mit Greenscreen auf dem Discord richtig battlen. Sonst muss man halt wieder diese Videoscheiße machen, vorher aufnehmen und Stopp drücken und hast du nicht gesehen, eins in Chat, das ist halt Kacke. Ich glaube, Twitch, was Live-Battles angeht, keine adäquate Alternative auf jeden Fall für die Live-Battles. Deswegen, das Thema wird da auf jeden Fall bleiben. Es wird auch vielleicht noch ein bisschen größer, aber ich gehe auch davon aus, dass die meisten Battle-Rap-Streamer auch dann langsam absterben, wenn die Live-Dinger wieder losgehen. Wenn man wieder auf Live-Shows gehen kann, werden die meisten einfach so super dankbar sein, dass sie das machen können, dass erstmal so 1-2 Jahre niemand mehr irgendwelche Live-Performances sehen möchte. Also das ist, so empfinde ich. Ich kann das jetzt natürlich nicht für alle sagen, aber wobei, auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, wenn jetzt jemand nicht in deiner Stadt spielt, dass du dann zugucken kannst, wäre halt auch eine gute Option. Deswegen, ich glaube, es ist schwer, da eine Diagnose zu machen. Also 2018 wurde ja geschätzt, dass dieses Marktvolumen von Streaming von Twitch jährlich um ungefähr 25% wachsen kann, was super viel ist in der Wirtschaft. Also ein 25-prozentiges Wachstum ist eh schon super viel. Aber wenn man sich die Zahlen von 2019 hin zu 2020 anschaut, im Gegensatz, also quasi Balkendiagramm 2019 zu 2020, dann hat 2020 fast das Doppelte bereits erreicht, quasi im Vergleich zu dem, was man 2019 hatte. Also ich glaube, insofern ist dieses Wachstum eh so krass vorangeschritten, dass selbst wenn die Pandemie vorbei ist
und das Ganze wieder etwas abebbt, dass halt natürlich etwas überbleiben wird und deswegen die Zahlen halt einfach größer bleiben werden, weil jetzt so viele neue Leute da sind. Corona hat den Hype um Twitch also auf jeden Fall gepusht. Vermutlich hätten viele RapperInnen ohne die Pandemie keine Bühne auf der Plattform gesucht. Aber was ist nach Corona? Wird Rap auch in Zukunft auf Twitch stattfinden? Warum soll nicht theoretisch ein Twitch-Livestream laufen, während Capital Bra sein komplettes Album im Studio aufnimmt? Und plötzlich ist das Event und 14 Tage lang gucken alle gebannt zu, wie Capi sein neues Album macht. Hm. Ja, und man sieht ihn dann da ein bisschen rappen, ein bisschen Texte schreiben und mal eine Kippe rauchen oder so. Und ja, aber es ist irgendwie krass und geil. Ich glaube, wenn das vorbei ist, kannst du noch viel geilere Sachen machen. Ich stelle mir auch vor, wenn ich auf Tour irgendwann bin wieder und dann streame, auf Tour, aus dem Backstage, im Hotel, bla bla bla, mit den Leuten, dies, das. Das kann ja nur geil sein, so, weißt du? Also ich denke schon, dass es noch eine Rolle spielen wird. Das wird nicht dann auf einmal verschwinden. Ich glaube sogar, dass es noch viel geiler werden kann. Ob die Plattform Twitch erfolgreicher oder noch stärker zum Beispiel mit Rap-Künstlern oder Rap-Musik oder Musik allgemein entscheiden die Leute, die auf Twitch sind. Und darum geht's und das ist das Geilste. Deswegen gucken wir einfach. Ich freue mich da total drauf, was immer da auch passiert. Ich glaube, das wird noch richtig spannend. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass Rap genau das machen wird, was es schon an anderen Stellen gemacht hat. Und zwar sich den Raum nehmen, den es will, um sich darin weiterzuentwickeln. Und ehrlich, ich freue mich auf diese Zeit, denn das kann nur spannend werden. Das war sie also, unsere aktuelle Folge Backspin Calling zum Thema Twitch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und habt auch ein bisschen was über Twitch und die Möglichkeiten dort gelernt. Genauso wie wir es hoffentlich gelernt haben und es jetzt umsetzen. Denn wir werden ab jetzt auch auf Twitch in verschiedenen Formaten für euch versuchen, Content zu liefern, der über das, was es bisher gibt, hinausgeht. Gebt uns gerne Feedback und wenn ihr Lust drauf habt, dann folgt uns natürlich auch auf allen Plattformen. Folgt uns hier bei YouTube und auf allen Social-Media-Kanälen, damit ihr nichts von dem verpasst, was wir in Zukunft auf Twitch machen werden. Und in diesem Format, denn die nächste Backspin Calling kommt bestimmt. Bis dahin.